Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Gothic. In der letzten Folge haben wir die Nachricht überbracht von dem alten Lager ans neue Lager quasi, dass hier ein bisschen Party hart ist, dass die Mine übernommen wurde und jetzt habe ich mich dazu entschlossen, ich werde spontan Magier. Ich wollte zwar eigentlich als Söldner hier komplett durchspielen, aber warum denn nicht einfach noch ein bisschen Magier sein? Wir haben jetzt eine gute Waffe als Kämpfer. Wir müssen auch eigentlich nicht noch mehr Stärke machen. Das geht so und ich hätte eigentlich schon ein bisschen Interesse, jetzt noch ein bisschen mit Magie rumzuplempern, ein bisschen rumzuspielen. Macht nämlich ganz gut Spaß. Und wie gesagt, im Nahkampf sind wir immer noch gut genug, um es mit den meisten aufzunehmen. Sei gegrüßt. So, okay, sei gegrüßt. Ich wäre gern Wassermagier. Nefarius sagte, ich sei bereit, die Robe der Wassermagier zu tragen. Dann heiße ich dich in unserer Gemeinschaft willkommen. Oh, das ging einfach. Heißt das, ich gehöre jetzt in die Gilde der Wassermagier? Noch nicht. Du musst erst den Eid des Wassers ablegen. Okay, das machen wir. Jetzt. Ich bin bereit, den Eid abzulegen. Sprich nur die Worte des Eides. Ich schwöre bei den Mächten der Götter. Und bei der Kraft des heiligen Wassers. Und bei der Kraft des heiligen Wassers. Dass mein Wissen und Handeln von nun an und auf ewig mit dem Wasser verbunden sei. Bis ich einkehre in Belias Reich und der Quell des Lebens versiegt. Trage diese Robe als Zeichen deiner Verbundenheit zum heiligen Wasser und zu Adanos. Oh, Adanos, wie viel Rüstung? Ah, die ist scheiße, oder? Obwohl, die ist fast zu stark. Wow. Also gegen Feuer und so und Magie hat sie einen besseren Schutz, hat aber geringeren Schutz gegen Waffen, aber nur 5. Ich werde die... Gibt es da noch eine andere? Naja, krass. Also die ist auf jeden Fall ein bisschen heftig. Die ist fast so stark wie die andere Rüstung. So, achso, wie sieht's denn mit den magischen Kreisen aus? Wie wär's denn, wenn du mir ein bisschen Magie beibringst, du Arsch? Oder so. Hallo? Saturas? Bin ich jetzt Robert? Magie? Nö, nix. Bin zwar Magier, aber ich kann nix. Magie zu Ehren. Magie zu Ehren! Ich mag diesen Gruß. Hohe Robe. Wow, okay. Kannst du mich unterrichten? Es gibt noch viel zu lernen. Ich muss mal kurz meine Nase putzen, sorry. Wenn du bereit bist, werde ich dich unterrichten. Tut mir sehr leid, aber das ging gerade nicht anders. So, 10 Lernpunkte, fuck! Ich habe mich verschätzt. Ich dachte, das kostet nur 5 oder so. Naja, egal. Gut, machen wir trotzdem. Ich bin jetzt bereit, in den ersten Kreis aufgenommen zu werden. Den ersten der magischen Kreise zu betreten bedeutet die Anwendung magischer Runen lernen. Jede Rune birgt in sich die Struktur eines speziellen Zaubers. Durch den Einsatz deiner eigenen magischen Energie bist du in der Lage, den Zauber der Rune zu wirken. Doch anders als Spruchrollen, die auch eine Zauberformel sind, sorgt die magische Kraft, die der Rune innewohnt, dafür, dass die Struktur des Zaubers erhalten bleibt. Cool. Jede Rune ist eine Quelle magischer Kraft, auf die du immer wieder zurückgreifen kannst. Deine eigene magische Kraft verbraucht sich beim Benutzen der Rune, wie bei einer Spruchrolle. Mit jedem Kreis, den du lernst, lernst du auch die Möglichkeit, weitere Runen zu benutzen. Nutze die Kraft der Runen, um dich selber zu erkennen. Danke, Meister. 15! Oh Gott, das wird immer mehr. Ich hab alles verkackt. Oje. Ich möchte die hohe Robe des Wassers tragen. Es ist noch nicht an der... Okay, alles klar. Gut, dann haben wir jetzt eigentlich nur einen Kreis, oder? Kann ich nur einen? Nee, 10 Punkte. Oh Gott. Wer hat denn mit sowas gerechnet? Meine Fresse, das hab ich überhaupt nicht gedacht, ey. Na gut, okay, so wild ist es trotzdem nicht. Wir haben, wie gesagt, eigentlich jetzt genügend Zeit noch, die Kreise zu lernen. Das ist eigentlich das Letzte, was wir noch lernen müssen. Ein bisschen Mana vielleicht. Die Stärke würde ich so lassen. Ich könnte vielleicht später nochmal was erhöhen, wenn ich dann sage, vielleicht, dass ich das Amulett nicht mehr tragen möchte. Das Amulett der Stärke, dass ich dann nochmal ein bisschen was in Stärke setze. Aber eigentlich ist es okay so. Haben wir irgendwas mit Mana? Nö. Na gut, ist alles okay. Wie sieht's mit Erz aus? Hoppala. Fall doch nicht hier runter. So, 4000 Erz. Wow, okay, das ist noch okay. Das passt. Ich kann jetzt hier bei Kronos noch eine Rune kaufen oder zwei. So, komm mal her. Hey. Vielleicht gehe ich dann doch wieder auf Einhandwaffen. Ich mag Deine das ja. Entscheidung, cool, zu den Wassermagiern zu kommen. 70 Lernpunkte, die nutze ich jetzt auch. Richtig. Danke.
Willkommen, Bruder. Danke. Kann ich da mal vor... Nein, Magie ich möchte eine Rune kaufen. Zwei Runen. Einmal Feuer, einmal Eis. Irgendwas in der Richtung. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. So, und zwar hätten wir gern einmal eine... Entschuldigung für diesen Reißbarer. Einmal eine Eispfeilrune. 500! Wucher! Verdammt! Und ein Feuerfeil wäre noch schön. Feuersturm. Wow. Okay, Eispfeil ist erstmal in Ordnung. Ist ein bisschen doof, aber naja. Gut, wir haben jetzt hier ein paar Schwerter, die wir da verkaufen können. Jo, weg damit. Reicht das? Nee. Aber das reicht. So. Und dann würde ich sogar auch mal sagen, wir haben jetzt 10 Lernpunkte übrig. Ich brauche mehr magische 15. Kraft. Mit dem nächsten Level habe ich also dann 5 übrig. Und würde jetzt mal 5 Lernpunkte in Mana stecken. Wow, ich mache tatsächlich einen Magier, ganz spontan. Das habe ich mir heute nicht so überlegt. Das war jetzt in der Aufnahme ganz entschieden spontan. Halt doch mal die Klappe jetzt, meine Fresse, ich rede hier. Ganz entschieden spontan, meine Fresse. Und ist jetzt alles ein bisschen wirr, aber was soll's. So, das lassen wir auf der 4, dann machen wir das auf die 5. Und ein bisschen Feuerpfeil, ja, auf die 6. So, damit wäre schon mal ein bisschen was ausgerüstet. Viel mehr als 3, 4 Zauber brauchen wir eh nicht. So, und später bekommen wir noch ein paar Teleport-Zauber. Und sonst... Eigentlich muss ich das anders machen. Moment mal. Das kommt auf die 0 und... Also auf die 10, ja, von mir aus. Und das auf die 4. So gehört sich das. Feuerfeil gehört auf die 4. Falls ich in Gothic 2 den Feuermagier spielen werde, werdet ihr das noch sehen. Eigentlich hätte ich Bock auf Feuermagier, ne? Das wäre ziemlich cool, ohne Scheiß. So, okay. Ich werde jetzt einen Cut setzen und wir sehen uns wieder am Eingang zum Orkgebiet. Denn dort, ja, haben wir ein bisschen was zu tun. Schätze ich mal. Ne? Ja. Bin gerade mal Stufe 19. Es gibt noch so viele Level in diesem Spiel. Okay, bis gleich. Wir sehen uns da. So, da bin ich wieder. Wir sind jetzt hier am West-Nord. Ach, ihr wisst schon, an dem zweiten Eingang zum Lager, zum Ork-Gebiet. Die Stelle, in der quasi die zwei Gardisten hier stehen. Wir müssen jetzt aufpassen, denn die wollen uns bestimmt auch was Böses, denn die sind alle aus dem alten Lager, hassen uns jetzt. Wow, die haben beide getroffen. Wollte mich noch verarschen. Ich habe mich gespeichert. Ah! Ich bin so hohl. Wir sehen uns gleich wieder. Oh, die töten mich gar nicht. Du hast bestimmt nichts dagegen, wenn ich etwas Erz behalte. Cool. Ach nee, ich bin tot. Scheiße. Ich bin dumm. Okay, wir sehen uns gleich wieder hier an der Stelle. Okay. Ich habe wieder seit Ewigkeiten nicht gespeichert. Wieso bin ich eigentlich so dämlich? Ich habe nicht gespeichert. Oh Gott, das hatte ich schon mal das Problem. Naja, was soll's. Wir machen das jetzt alles nochmal und wir sehen uns gleich hier wieder. Okay. So, hey, da bin ich wieder. Und ich musste mir nochmal ganz klar an den Kopf greifen oder mir eine verpassen. Denn ich bin dumm. Ich habe ja vor uns die... Ich habe jetzt nochmal 10 Minuten gebraucht, um das alles wieder im Schnelldurchlauf hierher zu spielen. Um alles wieder so zu kaufen. Wir haben hier durch die Söldnerrüstung haben wir ein bisschen mehr Schutz vor Geschossen. Was wir in dem Fall durchaus brauchen können. Ich nehme jetzt mal noch fix ein, zwei Tränke, einfach hier ziemlich um schnell weitermachen zu können. So, noch einen davon. Und vielleicht noch ein kleines bisschen Nahrung. Und dann kämpfen wir nochmal gegen die Leute hier, gegen die beiden Gardisten, die mich jetzt gerade eben völlig platt gemacht haben. Ich musste auch leider wieder feststellen, dass ich den dummen Fehler immer wieder mache, dass ich hier im Spiel, im Let's Play noch viel weniger speichere, als ich das sowieso schon mache. Und ja, dadurch stirbt man halt auch mal und muss dann den ganzen Scheiß wiederholen, was im Let's Play natürlich noch beschissener ist. So, erstmal hinter den Baum verstecken. Und dann geht's hier drauf auf den. Oh, Nummer 1, aber ich habe den noch nicht getötet, aber ihr könnt den zumindest erstmal ausschalten. Sehr gut. Und jetzt möchte ich euch gleich noch was zeigen. So, wir haben jetzt beide Gardisten getötet. Also noch nicht getötet, besiegt. Nicht getötet, wie gesagt. Wir nehmen den jetzt mal alles ab. Und dann probieren wir mal was Schönes. Hallo? So. Das hast du auch ein Gardeschwert. Wenn wir jetzt die Leute mit der Armbrust töten, müssten die nochmal Erfahrung geben. Das habe ich eigentlich sonst immer auch so gemacht bei den Gardisten am Eingang des alten Lagers. Oh ne, ist gar nicht so. Du wirst wenig Zeit haben. Vielleicht erst, wenn die ein bisschen Energie haben, oder? Ja, jetzt hat es geklappt. Okay, sehr schön. Alles klar, so muss das eigentlich aussehen. Da kann man nämlich ein bisschen XP extra machen. XP extra. Ein bisschen Erfahrung dazu verdienen, die man sonst vielleicht nicht hätte. Ich habe jetzt hier auch keine Äpfel und keinen Käse verbraucht. Das habe ich vorhin mal gemacht gehabt. Also wenn jetzt hier ein paar Sachen im Inventar ein bisschen anders aussehen, als ihr es zuletzt gesehen habt, dann sorry dafür, dann liegt es aber einfach nur daran, dass ich halt ein paar Sachen nochmal machen musste. Und das ist jetzt ein bisschen, naja, hier fehlt an der Stelle, ne? So, okay, wir essen noch ein paar Äpfel
Und dann sind wir auch schon fit für den Marsch ins Ork-Gebiet. So, ich speichere jetzt nochmal, denn jetzt kommt eine Gegend, die durchaus gefährlich ist, wo man sich ein bisschen vorsichtig bewegen sollte, wenn man nicht sterben möchte. So, genau. So, und jetzt kommen hier Ork-Hunde. Und ich glaube, ich habe keine Einhandwaffe, ne? Nee. Es wäre jetzt hier an der Stelle eigentlich gar nicht schlecht, wenn ich eine Einhandwaffe hätte, ein Ork schlechter oder so. Oh fuck, das sind auch noch 4 Orks, das ist ja überhaupt nicht geil. So, Ork-Hund. Oh, die geben aber schöne Erfahrung. Die reichen wieder so aus, oder? Ich bin gekrittet gerade, wow. So, komm schon. Ah, ihr geht mir auf die Eier. Dass ihr auch immer so schlecht euch treffen lassen müsst. Wow, der geht weg. Hallo? Okay, alles klar. So, da kommen die nächsten schon angelaufen. Wir looten die anderen schon mal aus. Solange wir die Zeit haben. Warum denn nicht, ne? So, ja, bevor ich jetzt so richtig mit Magie kämpfe, wird es natürlich noch ein bisschen Zeit vergehen. Oh nein, jetzt sind die Orks angerannt, oder? Lass mal lieber, Kollege. So, du nochmal und dann auch nochmal. Bam. Komm schon, stirb. So, den hätten wir auch. 120 Erfahrung ist nicht schlecht. Ne? Nehmen wir gerne mit. So, du noch. Oh nein, jetzt sind die Orks. Ich habe Angst vor den Orks. Das Krasse hier in dem Spiel ist, dass also Orks und Ork-Hunde verstehen sich. Das sind quasi so, das ist wie Mensch und normaler Hund, würde ich sagen. Und das Coole daran ist, dass die irgendwie trotzdem auch angelockt werden. Also wenn die Ork-Hunde angegriffen werden, kommen auch die Orks an und wollen mitkämpfen. Ich weiß übrigens nicht, ob ich jetzt schon eine Chance habe gegen die 4 Orks. Das ist immer noch nicht ganz leicht, um ehrlich zu sein. Aber ich werde es versuchen. Mal schauen, wie ich mich anstelle. Jetzt speichere ich ja wieder oft genug, dann ist das eigentlich alles kein Problem. So, also die Ork-Hunde machen wirklich nichts aus. Die machen keinen Schaden. Die Orks da hinten allerdings schon. Und da habe ich jetzt doch ein bisschen Angst. So ein kleines bisschen Äpfel. Lecker. So, und dann? Ja, mit meiner Magie brauche ich, wie gesagt, gestern nicht anfangen. Ich habe noch nichts, was irgendwie von Bedeutung wäre. So, das sind noch 2 Ork-Hunde. Da hinten sind noch Beißer. Das sind Orks. Oh Mann. Dass die so ausweichen können, das finde ich echt gemein. So, du bist tot, du bist auch tot. Ein Stock auch nochmal und dann mit den Füßen. So, okay. Orks? Ochse? Nochmal speichern. So, ja, 5-6 Minuten haben wir noch oder 7 vielleicht sogar auf der Uhr und dann ist dann auch für diese Folge schon wieder Schluss. Ich habe jetzt natürlich entsprechend viel länger gespielt. Ich habe eine leichte Waffe, oder? Aber komm, schlag zu, schlag zu. Ich hasse. Ich weiß genau, warum ich die Zweierwaffen hasse, weil man viel zu langsam ist, um irgendwie vernünftig zu kämpfen. Wow. Okay, wir laden nochmal. Das ist kein Problem. Ich habe jetzt gerade sehr, sehr schlecht kämpfen können. Nur, wenn ich da ein bisschen geschickter rangehe und ein paar Backsteps mit drin mache, also ein paar Schritte zurück und da den Orks entsprechend ordentlich eins mitgebe noch, dann kann ich da auch entsprechend besser kämpfen. Und zurück, zurück. Tot, komm, stirb. Ja, sehr gut. Und schon wieder das Problem. Ich häng fest. Mann, ist das mies. Ja. Das war jetzt doof. Ich habe jetzt festgehangen. Das ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn man gegen Orks kämpft und noch keine OP-Rüstung hat. Dass man zwischen 2 Orks eingeklemmt ist und dass die auf einen einschlagen und man kommt einfach nicht raus. Und das Problem ist, mit dem Zweihandschwert kommt man auch nicht zum Angreifen. Das ist so ein bisschen tricky. Das ist echt gemein. Ah, schlecht. Schlag doch auch mal zu, Held. Wow, ist geblockt. 4 Orks, Alter. So, ein Crit. Kick da. Ja, ein bisschen Happy habe ich noch. Sehr gut, einer noch. Alter, da haut er wieder die Combo raus, ne? Da kommt der mich weg. Das Scheißvieh, ey. Ich hasse es. Meine Fresse. Ja, das ist das Problem von den Zweihandwaffen. Ich kann es nicht oft genug sagen. Und es ist natürlich auch das Problem von dieser starksischen Steuerung hier in diesem Spiel. Leute, ich mache das jetzt so oft, bis es hier funktioniert. Ich kann da nicht gegen 4 Orks hier einknicken. Das ist ja nichts. Das sind ja keine Gegner. Also eigentlich sind es schon Gegner, aber ich weiß, dass ich es schaffen kann. Ich habe auch genug Rüstung, ich habe genug Stärke, um das zu schaffen. Eigentlich müsste ich die irgendwie ein bisschen einzeln rauslocken. Das geht aber bei Orks ganz schlecht. Oh, es geht. Alles klar.
So, Nummer 1 ist tot, sehr gut. Drauf geht's, komm. Ja. Ach, komm schon. Jetzt habe ich ihn noch, jetzt habe ich ihn, okay. Wow, hab noch fast die Hälfte der HP übrig, ich bin ganz zufrieden. Aber ihr wisst jetzt, denke ich, was ich meine. Also das ist nicht ganz leicht, gegen die zu kämpfen. Und, puh, es hat trotzdem funktioniert. 4 Orks, na gut, aber ich habe viele Versuche, viel zu viele Versuche gebraucht. Ich kämpfe auch nicht sehr taktisch bis jetzt, also, naja, ihr müsst mir das verzeihen. Ich bin auch ein bisschen geschafft, jetzt schon wieder hier von der Aufnahme, dass ich diese ganze Scheiße gerade nochmal machen musste. Das hat mich echt ein bisschen geärgert. So, die Äpfel hätten wir alle schon reingefressen, nahezu. Jetzt sind sie leer. Jetzt geht's an die ganzen Kräuter und dann, ja. Wir müssen hier aber auf jeden Fall alles mitnehmen, was wir so an wilden Tieren und Gegnern und Orks und so finden, denn ich brauche die Erfahrung. Ich möchte unbedingt ein paar Level noch machen, damit ich sobald wie möglich die höheren Magiekreise lernen kann. Vielleicht noch ein bisschen was mit Mana und so und dann, ja, schauen wir mal. So, ein Beißer. Noch ein Beißer. Komm her. Wow, wie viele sind denn das hier? Sind sie da auch immer auf dem Kräuter, die wir noch... Wieder 4 Orks. Oh Gott, nicht normal, bitte. Bitte nicht schon wieder. Ah, das sind die, die mich schon mal gekillt haben, ne? So, okay. Supidupi. Oh, wow, so viel Zeug, ey. Hm. So, da hinten sind auch nochmal Ork-Hunde. Also, ihr seht schon, hier sind noch eine Menge Gegner. Die werde ich hier alle, ich werde mich hier durch die ganzen Gegnermassen ein bisschen durchschnetzeln. Werde ich das auch schön zeigen. Das werde ich nicht rausschneiden. Das sind Sachen, die für mich einfach zum Spiel gehören. Und deswegen müsst ihr euch da ein bisschen damit anfreunden, dass ihr sowas halt öfters mal zu sehen bekommt. Jetzt gerade gegen, naja, nennen wir es mal im zweiten Teil des Spiels, also im vierten Kapitel, im fünften Kapitel und so, ist es halt echt so, dass man viel kämpfen muss und das mache ich jetzt auch. Ist denn hier eigentlich... Jetzt muss ich mal was nachsehen. Ich weiß, dass hier im zweiten Teil was Besonderes ist. Und ich habe keine Ahnung, was man hier im ersten Teil findet, an dieser Stelle hier, dieser Eingang. Ich schau mal kurz, ne? Ich speichere nochmal, ich möchte hier nicht wieder eine Überraschung erleben. Aber... Das sind Orks, oder? Keine Orks, nee, okay. Krass. Also ich weiß, was hier im zweiten Part des Spiels, im zweiten Teil des Spiels, gibt es hier was Interessantes zu entdecken, was Interessantes zu erledigen. Und hier im ersten Teil, wow, hier war ich glaube ich, weiß nicht, ob ich hier jemals gewesen bin. Hm, Heiltränke, eine verwirrte Axt, nehmen wir gerne mit. Noch was Schönes eventuell, in der anderen Truhe. Ah, upsala. Aufmachen, Junge. Drogenfahren, toll, 10 Erz. Na gut, okay, folgendes. Ich werde die Folge jetzt hier beenden. Ich habe jetzt ein bisschen mehr gemacht hier, als ich wollte, da ich ja gestorben bin und nicht gespeichert hatte und das alles nochmal mache. Ihr habt es jetzt schon 1000 Mal gehört, ich brauche es nicht nochmal erwähnen. Ich mache jetzt hier einen Cut auf jeden Fall. In der nächsten Folge wird es dann weitergehen. Ich mache noch eine kleine Pause hier und dann, ne, schauen wir mal, wie es dann weitergeht. Wir werden uns noch ein bisschen durchs Ork-Gebiet wühlen, die ganzen Gegner platt machen und auf jeden Fall Spaß haben. Also dann, schaut auf der Endcard euch um und ja, ne, alles Weitere sollte klar sein. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war's für heute wieder mit Gothic. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr euch gerne ein wenig auf der Endcard umschauen. Ich habe euch hier ein paar Videos verlinkt und hier habt ihr auch die Möglichkeit, meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst und immer auf dem Laufenden seid. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.